Serie ist mir gelungen, was ich Naturmalerei nenne. Das Hervorrufen eines Bildes nicht mit Farben, sondern mit wirklichen Wäldern, Bergen, Wiesen und Flüssen. Wir befinden uns im Zentrum des Muskauer Parks, einer der größten landschaftlichen Anlagen Kontinentaleuropas, sicherlich auch einer der schönsten. Der Muskauer Park wurde im Wesentlichen von Fürst Pückler geschaffen. Pückler war eine faszinierende Persönlichkeit mit den unterschiedlichsten kreativen Talenten. Ein Universum, das man nicht in wenigen Worten fassen kann. So war er ein ausgezeichneter Schriftsteller, führte elegante Konversationen. Er hat sich als Sänger versucht, er trat als Dandy auf. Und es ist wirklich überraschend, dass er ausgerechnet auf dem Felde der Gartenkunst sein ureigenes kreatives Medium gefunden hat, weil diese Gartenkunst normalerweise eine Konstanz verlangt, die Pückler nun wahrlich nicht an den Tag legte. Wir haben eine Ausstellung entwickelt über eine schillernde Persönlichkeit. Pückler war ein Mensch, der sich gern selbst inszenierte, also ist die Ausstellung eine ganz große Inszenierung über ihn. Wir haben Pückler lebendig gemacht. Er haucht dem Besucher ins Ohr, er prahlt mit seinem Park. Wir hören seine amorösen Geständnisse. Ihre Augen, ihr Spiel und der herrliche Gesang haben mich gestern so entzückt. Es ist so, als ob sein Geist wieder durch die Räume des Schlosses wehen würde. Sitzen Sie bequem? Ja. Dann nehme ich Sie mit auf eine Spazierfahrt durch meinen herrlichen Garten. Für Bad Muskau durften wir mit dem großen Orchester arbeiten. Wir haben Musik komponieren lassen, wir haben Filme drehen lassen. Ja, der Herr von Goethe. Er ist dafür waren sehr viele Spezialisten nötig. Konzeptioner, Ausstellungsdesigner, Architekten, Ausstellungsgrafiker. Wir haben 2 Jahre lang mit denen zusammengearbeitet und haben gemeinsam diese Idee entwickelt. Und das hat sehr großen Spaß gemacht. Die Eröffnung der Ausstellung muss man im Zusammenhang sehen mit der Eröffnung des Schlosses für die Parkbesucher. Also das sind 2 Sachen, die sehr schön zusammenkommen. Viele Leute haben da lange, lange Zeit drauf gewartet. Das Schloss war 6 Jahrzehnte eine Ruine, war nicht öffentlich zugänglich, sodass jetzt natürlich ein richtiger Sog entsteht. Die Leute wollen ins Schloss rein und freuen sich wahnsinnig über die Ausstellung, die allgemein gelobt wird. Und für uns ist es jetzt natürlich möglich, den Park mit dem Zentrum als Ganzes zu verkaufen. Park und Schloss stellen wieder eine Gemeinsamkeit dar. Und wir haben endlich eine Attraktion, die zieht, die wir bewerben können, die sich auch rumspricht und die die Leute hier nach Muskau holt.